Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wolo, Fallen Dynasty. Das sind unsere beiden Freunde, Han Dang und Cheng Pu. Die sind schon ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen, aber irgendwie, warum die auch immer jetzt wieder aufgeladen sind, ich verstehe es nicht ganz. Aber es wird uns schon bald erklärt. Gefällt mir das viel besser. Aber die Bosskämpfe waren schon sehr cool. Also die, nicht die Bosskämpfe, die mit denen wir jetzt die letzte Runde gemacht haben. In der letzten Folge, das ging ja ganz gut. Erstmal lass uns hier das hinstellen. Und dann sterben. Das sage ich Ihnen nur zum Spaß, das muss so sein. Ihr habt da unten weiter Spaß. Nee. Lässt nix. Oh, hier, guck mal da. Ein bisschen angefrostet alle hier. Ach Gottchen. Ja, das ging ja mal schnell jetzt. Ach, ich liebe meinen wunderbaren, seit Anfang haben wir den, gell? Drüben müssen wir hin, ja. Seit Anfang haben wir diese Gottbestie mit uns mitgeschleppt. Macht ihr das mal bitte? Ich mach mal das hier. Hier dürfen wir nicht durch. Aber wir haben 3-1. Das ist schon mal gut. Aber jetzt gleich kriegen wir 2. Zwei große Standardis. Ein Tigersiegel. Ach ja, hier sind wir eigentlich hergekommen. Gut. Nee, halt, hier lang. Natürlich, jetzt sterben ist es sehr bitter. Obwohl, nee, jetzt ist es nicht mehr bitter. Mineralienpulver. Stufenaufstieg. Was machen wir denn? Was machen wir denn? In weiser Voraussicht auf unseren nächsten Kampf gegen einen Hunderter. Ich meine, wir sind dann 118, aber trotzdem. Ja, komm. Ach ja. Er ist in die Ecke gedrängt. Los! Sehr schön. So, jetzt fangen hier die Häuser an. Hier müssen wir aufpassen, dass wir hier ja alles mitnehmen. Mir ist kalt, deswegen muss ich das hier alles ein bisschen schneller machen. Nicht, dass sie hier eine Blasenentzündung kriegt, unsere Gute. Also, man merke sich, das Tigervorkommen in diesem Gebiet ist sehr, sehr krass.
So. Da kommen wir weiter. Hinten haben wir noch was zum Finden. Ach, guck mal da. Ihr Bösen, ey. Haben sie dir was angetan? Wir müssen erstmal gerade mal schnell was machen hier. Hä? Haben wir von dem... Wir haben nur den Müll von denen gekriegt? Oh, danke schön. Erfriere nicht, kleiner Freund. Da kommen wir rein. Oh, hier haben wir was. Hier ist auch was. So, noch eins. Guten Tag. Oh. Panzerhandschuh des Anführers der Fürsten. Gut, eins fehlt noch. Da muss Schlangen. Ich will nicht nochmal gegen den doofen Heini kämpfen. Gegen den... vor allem nicht allein. Den doofen Bindenheini. In den Hintern. Wir eigentlich auch so einen komischen roten Angriff machen, den der abwehren kann? Wer wurde denn hier? Was ist das denn hier? Leichendämon. Wo ist denn hier ein Leichendämon? Och, ne. Ich hasse diese Leichendämon. Nein. Dämonen. Wo ist er? Och, wie süß. Kleine Spinne. Wo ist Spinne? Wo ist er, der Leichendämon? Da ist er. Ist er unser Problem? Nee. Er ist nicht unser Hauptproblem, glaube ich. Können wir ihn vielleicht von hinten angreifen? Ich meine, wenn der bis da runter geht... Können wir irgendwo rein? Ach, guck mal da. Okay, dann haben wir jetzt alles. Leute, auf geht's. Wir müssen einen Leichendämon besiegen. Mir gefällt nicht, dass sie da alle auf einem Haufen sind. Next. Okay, gut. Lass ihn herkommen.
Okay, wir müssen da scheinbar rein. Gucken wir erstmal hier in die Ecke. Bin ich da hoch? Hä? Ich habe vergessen, wen sie sucht. Wen sucht sie denn? Achso. Du kannst doch 100.000 von mir haben. Ja, musst du überlegen. Es gibt keine weitere Quest. Das heißt, du musst leider, ja, ich habe sie nicht nochmal gefunden. Also entweder sie ist irgendwann im Dorf. Ist irgendwas. Ach so. Ach ja, Rang 9 Stahl gab es jetzt für uns. Vor allem lassen wir unsere Hellebarden glänzen. Niemand von uns hatte, glaube ich, eine Hellebarde. Prüfung des geduckten Drachen. Oh. Es heißt, dass jene mit dem Elixierfeld des Drachens seit uralten Zeiten gegen Dämonen kämpften, um ihr Können noch weiter zu verbessern, ihre wahre Identität zu verbergen und ihre unfassbare Macht zu beherrschen. Nur jene, die einen Eid mit Yinglong beschworen haben, dürfen sich dieser uralten Prüfung stellen. Oh nee, ey. Also, auch falls ich jetzt gar keine Lust habe, ist gegen ihn nochmal zu kämpfen. Im Sturm der Freiheit? Warum? Kommt das nochmal nur stärker? 120.000. Uiuiui. Ach, da oben steht er. Au. Au!
Jetzt fängt es wieder an. Hä? Was war das denn jetzt? Ja, bin ich selbst getroffen. Boah, das finde ich aber echt extrem cool, dass man nicht alles nur machen muss. Das muss ich echt sagen, das ist sehr cool. Ey, also ich komme mit, ich freue mich überhaupt nicht auf den anderen. Nicht hin. Also dafür habe ich überhaupt kein Taming. Für den doofen Affen. Am Ende muss ich bestimmt wieder gegen ihn kämpfen. Also.
Wo? Da. Au. Oh. Mach nochmal, ich hab nicht gesehen. Nein, Dödel. Oh Gott. Okay. 17er. Oh nein, noch nicht der. Ich hasse das Zottelvieh. Oh Gott, wie ich es hasse. Schade eigentlich. Oh.
Gut, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.